Dein Fail. Das war auch nix. Und wenig Prozent. Oh, und noch ein Time Fail. Und hier blieb leider der Adler stehen. Kein Problem. Hier ist zwar nichts mehr in der Mitte, aber trotzdem nur 90% vom Don Better auf den SMS-Semmel. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe heute mal was ganz anderes für euch. Also mal so ein bisschen aus nicht aus dem Clan-Spätzle mit so, sondern ich habe euch was verschwiegen. Es gibt mittlerweile, oder es läuft mittlerweile, die dritte Season der HCWL. Da waren jetzt schon die ersten oder der erste Spieltag. Ich hatte gestern Abend die Ehre, hier die Soßen, die sich gegenseitig gebettelt oder gematcht haben, zu streamen. Und das, was ihr jetzt im Vorspann gesehen habt, das waren allerdings die Timefails oder die halt nicht ganz so gelungenen Angriffe. Aber es gab dennoch 3 Sterne zu begucken. Wir gehen auch hier sofort rein und schauen uns mal den ersten Angriff an. Und zwar würde ich sagen, in der Reihenfolge tatsächlich, wie die Angriffe hier gefallen sind. Das mit Spannung erwartete Match hier gegen uns oder gegen die gegenseitig ist natürlich sicherlich ein Brüller im Discord gewesen. Aber es gab 2 getrennte Kanäle, wo der eine dann nicht zum anderen kam und ist natürlich schwierig hier gegen die eigenen Leute anzutreten, wenn man vor allen Dingen oftmals viele Bases auch kennt. Dadurch, dass sie entweder jemand gebaut hat von uns oder sie wurden halt irgendwo kopiert und genommen und dann auch schon mal drauf geübt. Also ist schwierig. Aber wir sehen hier auch eine relativ neue, ja, wir wollen es mal so sagen, eine relativ neue Taktik vom SMS Semmel auf den Martin hier, und zwar Drachen und die Superlakaien. Wir gehen mal ein bisschen näher rein. Hier in den Recap, so heißt es ja. Und das ist eine unheimlich starke Kombination. Selber habe ich es noch nicht getestet. Ich bin ja im Moment nur mit den Minions unterwegs, aber hier mit den Drachen und mit dem Luftschiff sind die, will nicht sagen unschlagbar, aber sie sind unheimlich stark. Vor allen Dingen der erste Angriff hier ging hier auch wirklich durch wie Butter. Jetzt noch der Bat-Spell im Backend und es gibt nur noch einen einzigen Feind hier der Bats, das ist der Magierturm. Den Friester hier auch nochmal, der Single fällt, die Luftabwehr fällt dort und dann können die Bats auch ruhig jetzt in den Magierturm verenden, aber das tun sie auch nicht. Also die reißen hier nochmal wirklich das gesamte Feld um und ganz, ganz stark gemacht hier vom Semmel gegen den Martin und Zweck dann auch noch hier auf die Clanbuch, wie es sich gehört, den Friespell. Also schöne 3 Sterne hier mit dieser, na, ich nenne es mal relativ neuen Kombi. 7 Loons, 10 von den Superlakaien und 7 Drachen. Dementsprechend dann auch Drache und Loons in der Clanbuch. Das vielleicht mal so für euch zum Wegschreiben, aber gucken wir mal in den nächsten rein. Dafür habe ich jetzt auch die Seiten gewechselt. Der SMS Martin hier im Clan Spätzle 2 gegen den Swash, also Martin eben noch in der Defense gewesen, leider 3 Sterne kassiert. Jetzt gegen Swash hier am Start. Und Spätzle 2 ist übrigens unser, ja, wir nennen es mal so Event-Clan. Die spielen im Moment in Champ 2, glaube ich, ist es. Sind um 1 oder 2 Sterne, glaube ich, nur nicht aufgestiegen nach Champ 1. Und der Clan GC Warriors, das wisst ihr, dort spielen wir auch die Liga im Moment in Champ 3, waren jetzt aber schon 1 oder 2 Monate auch nicht in dem Clan dort, da dort in dem Clan die MLCW gespielt wird und dann noch das ein oder andere Event. Und damit das hier auch regelkonform zugange oder zurecht ging, wurde der Clan, da mussten natürlich die Clans geleert werden, vor allem GSI ist sowieso immer leer und die Leute aus Spätzle 2 hier mussten auch mit Masse ihre Accounts dann hier gehen lassen, beziehungsweise sie wurden dann gekickt, können dann später wieder rein, aber so läuft das hier. Und der Martin hier mit Drachen schön unten auf 9 Uhr gefunnelt, dass die Drachen jetzt wirklich nur den Weg in die Mitte gehen können. Und beobachtet mal oben so ein bisschen die Helden, denn beide Helden, sowohl der King als auch die Queen, halten jetzt die Drachen die ganze Zeit in der Base und das war wirklich ein cooler Rundlauf hier, beziehungsweise von den Drachen natürlich ein cooler Rundflug. Und dementsprechend verlassen die das Mittelfeld hier gar nicht, sondern können hier die ganze Zeit einer oder der ganzen Defense in der Mitte
abräumen, weil außen machen das King und Queen, halten dort die Flanke oben sauber und die Drachen bahnen sich hier den Weg durch die Compartments hier eins nach dem anderen. Der King ist immer noch dabei, die Queen ist jetzt sogar noch mit reingelaufen. Ihr seht das, die hat volle Heal Power und ich glaube auch an dem oder zu diesem Zeitpunkt hier konnte man schon sagen, starker Angriff, schön gemacht hier, schön gesehen, dass man die so im Feld halten kann. Jetzt wird es auch mal ein bisschen, ein bisschen spannend, denn der Multi gibt im Moment alles mit der Bordenstatue dahinter. Auch die macht ja immensen Schaden, aber dennoch außen, Queen ist ja auch noch mit am Start, beziehungsweise die Queen, doch, da ist sie noch und die gibt den ganzen jetzt dem Rest, also ist doch noch ganz, ganz gut was weggestorben hier. Aber dennoch schöne 3 Sterne von Martin auf den Zwosch. Und einen habe ich noch für euch. Also in so einem Recap zeigt man in der Regel nur die 3 Sterne Angriffe, um halt jetzt nicht die Bases zu zeigen, die bisher nur 2 kassiert haben. Ich meine, ich habe sie ja gezeigt, aber nur ganz nah dran und als Kombi hier mit den vielen Drachen, 2 Babydrachen noch mit zum Funnern mitgenommen und 2 Blitzzauber und einen Klonzauber noch dazu zu den Drachen dann wären es doch noch mal ein paar mehr. Ich meine, ein Drachen wird das dann mehr, aber immerhin, oder werden 2 Drachen mehr? Nee, ich glaube, es ist ein Drache, der dann mehr rauskommt, beziehungsweise wenn er das auf die Loons packt, dann hat er natürlich noch mal entsprechend eine ganze Anzahl mehr Loons im Feld. Kommen wir uns den nächsten rein und der nächste Angriff kommt von Eyewitness hier vom Clan Spätzle mit Soße im Clan Spätzle 2 gegen den SMS Frankie vom Clan Spätzle mit Soße im Clan GSI Warriors. Echt witziges Match, aber guckt euch an, was der Juli hier veranstaltet hat, muss ich so sagen. Und ich habe am Ende gesagt, ganz schmutzige Sache hier, ganz, ganz schmutzige Sache. Aber schaut selber, mit 34 Loons, also ein Suilalo mit 3 Eilzaubern hat er noch und 2 Fries. Hat in der Mitte die Clanburg weggeblitzt, sodass die schon mal außer Gefecht ist. Kommt hier unten jetzt mit Karre und den Helden auf 6 Uhr rein. Mal sehen, wie weit die Karre hält. Sicherlich noch so bis zum Scattershot. Adler konnte ich mir vorstellen. Die Queen weicht jetzt leider ein bisschen ab. Das war aber nicht so schlimm, dass die daher lief. Denn der King ist mit in der Mitte. Der Royal Champion ist noch zündbar. Macht er jetzt auch, sodass schon mal der Scattershot dort angehittet ist, der eine. Und der fällt auch, der zweite fällt jetzt auch vom King. Der King hat sich auch die Queen gleich mitgenommen. Also die haben hier in der Mitte absolut alles rausgeholt, was rauszunehmen ist. Und auch auf der 9 Uhr, auf der 3 Uhr Seite die Queen hier immer noch am Leben. Guckt euch das an. Dieses ziemlich dominante Killsquad, so will ich es mal nennen. Hier ist nicht mehr viel in der Base, Leute. Da ist nicht mehr viel Base über. Außen mit den Minions jetzt geklärt und jetzt müssen sich so ganz allmählich die Loons hier auf den Weg machen Richtung Rathaus. Kommt von allen Seiten, sodass auch die Hauptloons in der Base gehalten werden. Und dann geht das hier übers Rathaus weiter. Perfekte Wohnzündung. Ach, ich habe einen Frosch im Hals. Perfekte Wohnzündung. Und nochmal die letzte Luftabwehr und guckt euch unten an. Er hat tatsächlich noch 5 Ballons, Minion und noch einen Eilzauber, einen Frostzauber. Ja, da konnte man schon ordentlich dann die Ballons hier am Ende irgendwo setzen. Sie hätten jetzt oben noch mit Cleanup machen können, aber er hatte hier überhaupt kein zeitliches Problem. Und so waren das hier fulminante und starke 3 Sterne hier vom Juli und damit hat auch Spätzle hier gewonnen. Wenn ihr mitgezählt habt, waren das jetzt alle Angriffe und wir haben 2 Dreier auf der Seite von Spätzle mit Soße gehabt und einen Dreier auf der Seite von GSI und so ging das Ganze hier 12-11 aus. Natürlich auch nach Prozenten, aber echt ein cooles Match gehabt hier mit nur Soßen, ja tatsächlich nur Soßen hier. Die sind doch alle schon wieder weg. Deswegen konnte ich das auch machen, weil für so ein Recap muss natürlich noch mal in den Clan. Und wenn natürlich keiner mehr da ist, der dich annimmt, weil der Clan vielleicht leer ist, dann ist es natürlich schwierig, hier noch mal so ein Recap hinzubekommen. Aber dies werden jetzt alle wieder bei Spätzle mit Soße sein. Und auch
im gegnerischen Team hier, der Semmel bzw. Sweet Bud Psycho, der spielt beim Clan The Disabled, denn ihr wisst, wir haben mit dem Disables ja so eine Partnerschaft, die wir helfen dort aus, die helfen uns aus oder vielleicht ist auch schon ein ganz großer Soßenclub, ich kann es euch nicht genau sagen, aber mit dem Disabled sind wir ja in den verschiedenen Ligen, also MLCW, HCWL, DCM und was nicht noch alles, GCC und kämpfen dort weiter, aber ich glaube, dieser Clan hier, GSI Warriors, der ist jetzt auch schon leer, meine ich. Und der Clan Spätzle 2 hier füllt sich jetzt wieder so ein bisschen. Beziehungsweise, nee, hier waren ja noch Leute drin, die hier auch reingehören. Und aber da seht ihr das Event-Clan für Spätzle und die anderen dann dementsprechend bei den GSI Warriors. Ich glaube, der Clan ist aber, ich meine, der Clan ist jetzt aber leer. Muss mal gerade gucken, GSI, ja. Der ist jetzt leer, das ist halt ESL, CWL, MLCW da oben, könnt ihr das nochmal sehen. Und natürlich den DC-Meisterschaftsclan von Spätzle mit Soße. Ja, spielen wir mal. Okay, ich hoffe, das Ganze hat euch zum Wochenende doch noch ganz gut gefallen. Wenn ja, wisst ihr, Daumen nach oben da abonnieren und Glocke stellen nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, Leute. Und bleibt vor allen Dingen am Kanal dran. Vielen Dank. Bis dahin, euer Toto. Fest.